Ob die Tür aufgeht? Da stehen wir in diesem Hausflur vor der fremden Wohnung mit unseren selbstgebastelten Laternen. Bereit, maximal schön zu singen. Die große Frage, bleibt die Tür zu oder geht sie auf? Das war St. Martin in meiner Kindheit. Erst mit der ganzen Schulklasse zum Umzug, bei dem es meistens regnete und bei dem immer jemand in die Pferdeäpfel trat. Dann das Feuer bestaunen und sich ein bisschen gruseln. Den Darsteller des heiligen St. Martin auf dem Pferd mit seinem Megafon irgendwie versuchen zu verstehen. Aber klar, wir kannten die Geschichte natürlich schon. Und dann noch einen leckeren Becken ergattern und ab nach Hause Martinslieder singen bei den Nachbarn. Zu Hause, das war lange Jahre ein Hochhaus mit 50 Parteien. 50 Türen, die sich öffnen könnten. Manche blieben zu. Echt viele, wenn ich mich genau erinnere. Dabei konnten wir die Leute in ihrer Wohnung hören. Und das Licht schimmerte unter der Tür hindurch. Wir wunderten uns. Warum sind manche Leute so unfreundlich? Und warum sind die Menschen nicht wenigstens das eine Mal im Jahr großzügig? Wir Kinder waren so inspiriert von der Geschichte. St. Martin gibt seinen halben Mantel mitten im Winter. Gut, wir waren keine Bettler, aber ist Teilen, ist Abgeben, Schenken denn wirklich so schwierig? Offensichtlich auch heute. Ich denke an die Menschen im Lager Moria, im letzten Winter mit Schnee auf den Zeltdächern. Nach dem Feuer im Sommer stehen sie neben neuen Zelten, aber knietief im Wasser, nach dem ersten Herbststurm. Ich denke an die Mitarbeitenden in den Altenheimen, den Krankenhäusern, den Behinderteneinrichtungen, den Hospizen und die Liste ist noch viel länger. Was erwartet und verlangt eine Gesellschaft da an Hingabe und Einsatz für relativ wenig Vergütung? Ich denke an die Kinder heute, an ungleiche Chancen, an emotionale Verwahrlosung, Armut und noch mal mehr abgehängt werden in der Pandemie. Unser diakonisches Engagement heute greift den Impuls von St. Martin auf, den Bedürftigen konkret helfen, aber zugleich und darüber hinaus laut und deutlich und anwaltlich die Stimme erheben und kämpfen. Warum? Das hat auch wieder was mit St. Martin zu tun. In der folgenden Nacht hatte er einen Traum. Den Bettler sah er darin wieder und es zeigte sich, das war Jesus. Und er sagte, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan.